Hello, welcome everybody. Hallo und willkommen an alle. To this call of the kind you will. Zu diesem Aufruf, die Güte, die du bist. My name is Elena Fernández Romero de Ávila. Und mein Name ist Elena Fernández de Ávila. And I am Access Consciousness Certified Facilitator. Und ich bin Access Consciousness Facilitator, Certified Facilitator. I am talking to the entities facilitator. I didn't get that. Talking to the entities facilitator. Okay, und ich spreche mit den Entitäten Facilitator. I adore bodies. Ich liebe Körper. I am physical therapist also, an osteopath. Ich mache also auch physische Therapien als Osteopath oder Osteopathin. Aha. And we are going to explore today. Und heute werden wir hineinfühlen. The energy of the kindness of being you. In die Energie der Güte, die du bist. And everybody has talk to you about kindness with everybody else. Und jeder spricht über die Güte, die er sein möchte, mit jedem anderen. And what is being kind to you? Und was bedeutet es, gütig mit dir selbst zu sein? What is being kind to your body? Was ist es, gütig mit deinem Körper zu sein? What is being kind to everything that is around you, including you? Und was ist es, gütig mit alledem, was dich umgibt, zu sein, auch mit dir in diesem Setup? And all the places where you are being kind with everybody, but you? Und alle die Orte, wo du gütig, freundlich, liebevoll bist, mit all denen, die um dich herum sind, nur nicht dir selbst? Will you uncreate and destroy all of these, please? Bist du bereit, das zu zerstören und zu kreieren? Right and wrong, good and bad, pot and pot, all nine short boys and beyonds. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine short boys and beyonds. Times a gazillion. And all the places where you are going to be alone, if you are kind to yourself. Und alle die Orte, wo du allein sein wirst und bist, wenn du nur gütig mit anderen bist. So you are kind with everybody else but you. Und du gütig mit allen anderen bist, nur nicht mit dir selbst. Because you don't want to be alone. Weil du nicht gerne allein sein möchtest. And you prefer destroy you than being alone. Und du ziehst vor, das zu tun, als allein zu sein. Will you uncreate and destroy all of this, please? Möchtest du das alles zerstören und unkreieren? So how much are you hiding you? Wie viel versteckst du dich? Wie sehr versteckst du dich? How much are you shutting you down? Und wie sehr hältst du dich klein? How much aren't you listening to you and to your body? Und wie viel hörst du nicht auf dich oder das, was dein Körper dir zuflüstert? For being kind with others. Mit anderen gütig, freundlich und liebevoll zu sein. Cuánto no te estás escuchando. Wenn du dir nicht zuhörst oder hinhörst. How much are you not listening to you? Wie viel von dir gibt es dann, die dir nicht selbst zuhört? ¿Cuánta energía estás poniendo para nunca escucharte? Und wie viel Energie gibst du dir, dass du nimmst du dir, dass du dir selbst nicht zuhörst? How much energy are you using
for destroying your body. Und wie viel Energie verschwendest du, um deinen Körper zu zerstören? ¿Cuánta energía estás utilizando para pelearte con tu cuerpo? Ah, wie viel Energie gebrauchst du, um dich mit deinem Körper zu streiten und zu kämpfen? How much energy are you using to fight against your body? Wie viel Energie gebrauchst du, um gegen deinen Körper anzugehen? ¿Cuánto esfuerzo estás usando para encajar con todo el mundo? Und wie viel Energie gebrauchst du, sodass du dich an alle anderen anpasst? How much energy are you using against your body? Wie viel Energie gebrauchst du da gegen deinen Körper? ¿Cuánto te gusta abusar de tu cuerpo? Wie viel gefällt es dir, deinen Körper so zu missbrauchen? How much you like abusing your body? Wie viel gefällt es dir? Wie gefällt es dir? Was ist es, das dir daran so gefällt, deinen Körper so zu missbrauchen? ¿Está siendo divertido? Unterhält dich das? Is it working for you? Funktioniert das für dich? And we are using three languages and three different ways of creating because the energy matches different ways. Okay, und wir gebrauchen hier mal was ganz anderes, nämlich drei verschiedene Sprachen, um alle Energien aufzufangen, die gerade unterwegs sind und die uns gerade alle berühren. So it doesn't matter if you don't get anything. Und es ist gar nicht wichtig, ob du alles mitbekommst. No importa si no te enteras de nada. It doesn't matter if you don't get everything. Because the energy is going and it's getting into your body and into your being. Und die Energie verbindet jetzt in deinen Körper, geht in deinen Körper hinein und verbindet dich mit deinem Wesen und deinem Körper. And the universe knows how to deliver everything you're asking for. Und das Universum weiß, was es alles bringen kann, was es dir alles schenken kann. And if you start including this energy, und wenn du diese Energie mit einbeziehst, that is being very difficult to access to this energy right now. Und dass es manchmal schwer ist und auch in diesem Moment angeblich schwer ist zu erreichen, zu erfassen. And we have chosen German. Und wir brauchen hier dann die deutsche Sprache. And English. Und Englisch. Maybe Spanish is going to be much more fun. Vielleicht ist Spanisch noch lustiger, noch aufregender. But I wonder what we can create today. Aber ich frage mich jetzt noch, was können wir hier heute alles gestalten? And if you are here right now, und wenn du gerade hier dabei bist, you are this amazing and real energy. Dann bist du diese absolut fabulose, tolle Energie. ¿Te atreves a que vayamos por ella? Hast du Lust und bist du mutig genug, dass wir sie weiterhin einladen? ¿Te atreves a acceder a este espacio de ti? Erlaubst du dir, dass du diesen Raum für dich eröffnest? I don't know how to say this in English. It's so weird. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt in Englisch sagen soll. Habla español. Dilo así. So, all the energy you are using to receive, toda la energía que estás usando. I don't know how to speak this in English. Toda la energía que estás usando. Toda la energía que estás usando para nunca ser la amabilidad y la potencia que eres. Alle Energien, die du gerade verwendest, um nicht die liebevolle Energie zu sein, die der Güte. ¿A qué edad te dijeron que no podías ser amable? Weil sie,
weil sie gesagt haben oder du gehört hast, dass du sowieso nichts wert bist, nicht liebevoll, nicht liebenswürdig bist. ¿A qué edad te abandonaste? Wann hast du die aufgegeben? ¿A qué edad dejaste de existir por los demás? In welchem Alter hast du beschlossen, nur noch leben? ¿A qué edad perdiste tu corazón? In welchem Alter hast du verloren? And everything that brings. Und alles, was das hochbringt, y todo lo que esto te traiga. Und alles, was dir das aufzeigt, ¿qué edad te viene? ¿Antes de tres o? War das vor 3 Jahren deines Alters? Y todos los muros, todas las resistencias. Und alle Wälle, alle Wände, alle Türen. ¿Me escuchas? Sí. Ajá. Y todos los muros, todas las resistencias, todas las limitaciones que hayas creado para nunca ser esto por toda la eternidad. Und alle Wände. Und alle Widerstände und alle Begrenzungen, die du kreiert hast, um niemals das zu sein. Y todo donde no has encontrado a nadie que reciba esta energía. Und wo du auch niemanden getroffen hast, der dich empfangen konnte mit dieser Energie. Porque no existía nadie así en tu mundo. Weil niemand in deiner Welt existiert hat, der dir gleicht. Y solo eras tú esta energía. Warst nur du da. ¿Puedes permitirte vivir esta energía de ti? Kannst du jetzt erlauben, diese Energie für dich zu empfangen? ¿Puedes escucharla? Kannst du sie hören? ¿Puedes comunicarte con ella? Kannst du mit ihr kommunizieren? Can you listen to this energy? Kannst du sie empfangen und hören? Y todo lo que esté pasando en tu cuerpo ahora. Und alles, was in deinem passiert. Todo lo que se esté moviendo en tu cuerpo. Alles, was sich gerade in deinem Körper bewegt. Toda esta nueva energía que está vibrando en tu cuerpo. Alle diese neue Energie, die sich gerade durch deinen Körper bewegt und die du empfängst. Puedes comenzar a jugar con ella. Wärst du bereit, mit ihr anfangen zu spielen? ¿Puedes recibirla? Kannst du sie empfangen? ¿Puedes incluirla? Kannst du sie mit einbeziehen? Y todos los lugares donde te encante el esfuerzo y el sufrimiento. Und alle die Orte, wo das Drama, das Leid. Y todo donde te encante abusar de ti. Und überall dort, wo es dir gefällt, dich selbst zu missbrauchen. Y de tu cuerpo. Dein Körper. Y de cómo creas. Und so, wie du ihn kreierst. Todo lo que te impida cambiar esto por esta energía de amabilidad contigo. Und alles, was diese Energie, gütig mit dir selbst zu sein, dich davon abhält. Lo destruyes, lo descreas por un diosillo. Möchtest du das zerstören, ein Godzillion mal? Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, positivo, todos los 9 cortos, chicos, y más allá. Right, wrong, good, bad, pop, all 9 shorts, boys and beyonds. Genial.
Hi, Maite, saludos. Y pregúntale a tu cuerpo. Frage deinen Körper. ¿Qué desea ahora? Was brauchst du jetzt? ¿Qué desea liberar? Was möchtest du erlösen? ¿Qué desea soltar? Was möchtest du freisetzen? Y todo lo que ya esté listo para liberar. Und alles, was bereit ist zu gehen und sich zu erlösen. ¿Te permites liberarlo y soltarlo con facilidad? Und bist du bereit, das zu erlösen mit völliger Leichtigkeit? Gracias. Acertado, equivocado. Danke. Und alles, was das nicht erlaubt, right, wrong, good, bad, pot, pock, online, shorts, boys and beyonds. Y todo donde te estás mintiendo. Und überall dort, wo du dich selbst belügst. Todo donde te estás ocultando. Dort, wo du dich versteckst. Todas las historias que te estás contando. Alle die Geschichten, die du dir immer wieder erzählst. Para nunca ser amable contigo. Damit du niemals gütig mit dir selber sein musst, brauchst. Para nunca ceder a este espacio de ti. Damit du niemals diesen Raum mit dir selbst erlangen kannst. Para no quitarte todas las etiquetas y los trajes que te has puesto. Und auch um nicht die Tarnanzüge der Klasse, die du dir angezogen hast, um dich immer wieder zu verstecken. Para hacer todo lo que los demás desean que seas. Weil alle anderen, die um dich herum sind, dir sagen, was zu tun ist. Y no descubrir qué es ser y estar contigo. Und um nicht zu entdecken, wer und was du wahrhaftig bist. ¿Qué tal si te atreves a ser y estar contigo? Was braucht es jetzt, dass du den Mut hast oder mutig genug bist, diese Begegnung mit dir zu erlauben? ¿Qué tal si te atreves a ser amable contigo, que nunca has sido con nadie? Erlaubst du dir jetzt, wirklich einmal gütig mit dir selbst zu sein, so wie du das mit anderen bist und warst? ¿Qué tal si te atreves a explorar qué es hablar de ti? No te escuché bien. ¿Qué tal si te atreves? Was wäre, wenn du dich wagen würdest? A explorar qué es eso de disfrutar de ti. Um zu schauen, was du wirklich wahrhaftig bist. De tu cuerpo. Von deinem Körper. De tu vida. Deines Lebens. De ser facilidad. In dieser Einfachheit. Y todo donde no vas a saber nunca qué es esto. Und alles, was dich daran hindert, das nicht zu tun und zu sein. Todos los lugares donde te encanta poner muchísima energía y esfuerzo en todo. Und alle die Orte, wo du dich zwingst, viel Anstrengung, viel Energie reinzugeben, y te encanta demostrarte, um dich so zu zeigen, wie es von dir erwartet wird, y probarte, und wo du ausgetestet wirst, y ser lo que tus papás te han dicho que tienes que ser. Und überall dort, wo du immer wieder versuchst, das zu sein, was erwartet wird. Y ser lo que tu pareja te ha dicho que tienes que ser. Was vielleicht dein Partner sagt oder deine Partnerin. Y ser lo que tus hijos te han dicho que tienes que ser. Und was deine Kinder dir vorschreiben, was du zu sein hast. Y ser lo que tus nietos te han dicho que tienes que ser. Und was deine Enkel dir sagen, dass du zu sein und zu tun hast.
que te está impidiendo saber qué es lo que tú eliges. Und alles das, was dich davon abhält, wirklich zu wissen, was du bist. Y todo donde no vas a tener donde sostenerte. Und auch überall dort, wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll, woran du dich festhalten sollst. Si eres amable contigo. Wenn du gütig und liebevoll mit dir selbst wärst, ¿Qué tal si nadie tiene que sostenerte? Und was wäre, wenn du alle diese Leute nicht brauchen würdest? ¿Qué tal si el universo te sostiene? Was wäre, wenn das Universum dich darum unterstützen würde? Y todos los lugares donde estás creando tú sola, o tú solo. Und alle diese Orte, diese Situationen, die du dir selbst für dich nur kreierst, sin incluir todo, la energía de todo el mundo y de todo el planeta, y de los elementales que está deseando apoyarte y sostenerte, enthalten alle Energien des Universums, auch die der Elementale, die dafür da sind, dich zu unterstützen mit all dem, was du bist. ¿Cuánta energía estás poniendo para no recibir nada de esto? Und wie viel Anstrengung brauchst du, um das nicht zu empfangen? Toda esa energía, por favor, la disculpas, la destruyes, la liberas. Und alle diese Energien möchtest du dir jetzt zerstören und umkreieren, null und nichtig machen, erkennen und widerrufen. Ah, acertado, equivocado, bueno, malo, todos los y más allá. Und alles, was das ist, right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. ¿Qué es para ti ser amigo? Was bedeutet es jetzt, gütig mit dir und deinem Körper zu sein? What is for you kind with you? Was bedeutet es wirklich, gütig und liebevoll mit dir zu sein? Y no tienes que tener una respuesta. Und du brauchst keine Antwort. Simplemente recibe la energía de esta pregunta para ti. Empfange lediglich die Energie dieser Frage, die du gerade gestellt hast oder die wir gestellt haben. ¿Qué sabe tu cuerpo de ser amabilidad? Was weiß dein Körper über diese Güte? ¿Cuánta energía estás teniendo para nunca ser eso? Und wie viel Energie wendest du auf, um sie nicht zu empfangen? ¿Cuánto esto significa ahora mismo en tu vida? ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Cuánto esta energía no existe ahora mismo en tu vida? Wie viel dieser Energie ist jetzt in diesem Moment nicht in deinem Leben vorhanden? Que ni siquiera lo puedes escuchar. Und somit kannst du sie auch gar nicht hören. ¿Cuánta energía de resistencia y de lucha estás usando para que esto no sea fácil? Und wie viel Energie wendest du auf, sodass diese Energie, die sich empfangen lassen möchte, nicht geschieht? Y si con amabilidad todo puede ser mucho más fácil. Und dass mit dieser Güte dein Leben leichter würde. Aunque no sepas cómo hacer eso. Und auch wenn du nicht weißt, wie das geschehen soll. Aunque nadie te haya enseñado a hacer eso. Auch wenn niemand dir das bisher gezeigt hat, wie es geht. ¿Puedes recibir mi energía de amabilidad? Erlaubst du dir jetzt, die Energie der Güte zu empfangen? Y todo lo que te lo impida, lo destruyes y lo destruyas, por favor. Und alles, was dir es nicht erlaubt und verhindert, möchtest du das zerstören und umkreieren? Acertado, equivocado, bueno, malo, positivo, todos los nueve cortos, chicos y más allá. Und alles, was das ist, right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. Y todos los lugares donde cada vez que aparece una persona amable en tu vida. Und überall dort, wenn eine
Person auftaucht in deinem Leben, die gütig ist, die dir Güte zeigt, schau, wie viel Energie du verwendest, um sie nicht zu empfangen. Porque eso no puede existir, porque te va a pedir algo a cambio. Okay, weil das darf ja nicht sein. Hier ist irgendwie ein Trick vorhanden und etwas wird von mir gefordert als Gegenleistung. Todo lo que hay ahí, por favor, lo destruyes y lo destruyas por un Dios y ya. Und alles, was das hochbringt, möchte das jetzt zerstören und unkreieren. Times a gazillion. Acertado, equivocado, bueno, malo, pues, y por todos los 9 cortes, chicos y más allá. Und alles, was das ist, right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine, shorts, boys and beyonds. ¿Cuántas veces te han matado? ¿Te han abusado? Wie viele Male haben sie dich umgebracht, gequält, te han torturiert, gefoltert? Te han callado, te han degollado, cuando has sido amable. Haben sie dich stumm gemacht, stumm geschaltet, weil du gütig und freundlich mit jemandem warst? ¿Y cuánto te has permitido no volver a hacer estas? Und wie viel Mal hast du dir dann geschworen, dass du das nie wieder tun würdest? ¿Cuánto es muy intenso si eres todo esto? ¿Cómo? ¿Cuánto es muy intenso? Ja. Und wie intensiv ist das jetzt gerade für dich? ¿Cuánto no te van a entender si eres esto? Und wie sehr wird dich keiner verstehen, keiner empfangen, wenn du gütig bist? ¿Cuánto te van a juzgar si eres todo esto? Und wie sehr werden sie dich bewerten und verurteilen, wenn du es wärst? ¿Y cuánto dinero puedes recibir, si eres todo esto? Und wenn du diese Energie empfangen könntest, der Güte, wie viel Geld könntest du damit auch empfangen? ¿Y cuánto placer puedes recibir, si eres todo esto? Und wie viel Freude könntest du empfangen? Und Genuss. ¿Y cuánta facilidad puede haber en tu vida si eres esto? Und wie viel mehr Leichtigkeit wäre in deinem Leben, wenn du diese Güte einladen würdest? Así es que vamos a hacer un flujo de energía para Jetzt machen wir ein Energieziehen für diese Energie der Güte. ¿Y qué tal si puedes acceder al futuro de lo que es esta energía? Und was wäre, wenn die Zukunft sich dir eröffnen könnte, wenn du diese Energie jetzt empfängst? Así es que haz una respiración profunda. Atme einmal ganz tief ein. Ponte una postura cómoda. Setz dich so hin, dass du gemütlich sitzt und entspannt. Si estás conduciendo, no cierres los ojos. Wenn du gerade Auto fährst, schließ bitte nicht deine Augen, sonst kannst du es aber tun. Puedes estar con los ojos abiertos y cerrados, como más te contribuye a ti. Was auch immer dir passt. Und die Augen geöffnet oder geschlossen. Y vas a ir a ese lugar. Und du gehst an diesen Ort, que has apagado de ti. Den du dir selbst verschlossen hast, que has cerrado de ti. Den du ganz weit weggeschoben hast, que has juzgado, que no eres tú. Den du bewertet hast und verurteilt hast. Que está deseando ahora comunicarse contigo. Und der jetzt sich gerne mit dir verbinden und sprechen möchte. Que está deseando mostrarte que es ser amable contigo.
Er möchte dir jetzt zeigen, wie es sich anfühlt, gütig und liebevoll mit dir zu sein. Así es que derrite todas las barreras que tengas para no acceder ahí. Schiebe alle Barrieren runter, die dich davon abhalten, dich darin zu empfangen. Y pregúntale a tu cuerpo que te muestre qué es la energía de la amabilidad. Und frage deinen Körper, dass er sich zeigen möchte, wie sich diese Energie von Güte anfühlt. Pregúntale al universo qué es la energía de la amabilidad. Frag ihn, lass mich dich spüren, wie sich Güte anfühlt. ¿Qué sabes tú y solamente tú de esta energía? Und was weißt du, nur du, über diese Energie? ¿Qué sabes comunicar de esta energía? Und zeig mir, kommuniziere mit mir, sodass ich dich spüren kann. ¿Qué sabes de gozar, amable? Und wie viel ich jetzt empfangen kann, in der Güte zu sein. ¿Cuánta energía has usado para anestesiar y aterrizar esta energía? Und wie viel hast du dir diese Energie verwehrt? Todo lo que hay ahí. Und alles, was das ist und was dich dort zeigt. Todo lo que tu cuerpo ya está liberando, déjalo que salga con facilidad. Und alles, was sich jetzt erlösen möchte, kann sich erlösen mit völliger Leichtigkeit. Todo lo que haya acumulado en tu garganta, en tu boca, en tu sistema respiratorio. Alles, was in deinem Mund, in deinem Hals, in deinem Atmungssystem ist. Todo lo que has mal identificado y mal interpretado como alergias. Alles, was du missinterpretiert hast als Allergien. Que en realidad es la sensibilidad que eres tú con todo y con todos. Und was in wahrhaftig nur die Sensibilität ist mit dir selbst und mit anderen. Puedes dejar ir todo esto. Kannst du jetzt erlauben, dass alles dieses y permitirte ser la sensibilidad que realmente eres. Wirklich die Sensitivität, die Sensibilität zu sein, die du wahrhaftig bist. Permitirte ser la mujer generativa y creativa que realmente eres. Die Frau zu sein, die generiert, die kreativ ist. Permitirte recibir tu sensualidad y tu gozo. Kannst du jetzt die Freude, die Lust für dich empfangen? Y tu diversión? No sé esa palabra en alemán. There is no fun in Germany. Die Andersartigkeit. Okay. Curioso. Yeah. So everything that means for Germany, we are doing this call for Germany. Wir machen nur diesen Zoom-Call für die Deutschen. What can we create in Germany right now? Was können wir hier alles in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum kreieren? That would also be Switzerland and Austria, okay? Wir können kreieren in Suiza, in Austria und in Alemania. Sí. Si les mostramos qué es ser esta energía sensible y amable. Und in dieser Sensitivität und Sensibilität zu sein, vor allen Dingen in diesem deutschsprachigen Raum. ¿Cuánto este planeta? Wie viel ist dieser Planet? Te está pidiendo, por favor, que seas esto. Der dich wirklich darum bittet, das zu sein, was du bist. Cuánto el futuro de todos depende de que tú seas esta energía. Und wenn, was wäre, wenn die Zukunft aller, die auf diesem Planeten sind, davon abhängen, wie gütig du bist?
cuando tu cuerpo te está pidiendo, por favor, que seas amable con tu cuerpo. Und wenn dein Körper dich wirklich darum innigst bittet, mit dir gütig zu sein und mit ihm gütig zu sein, así es que, por favor, le puedes pedir perdón a tu cuerpo. Kannst du dich bei dem Körper entschuldigen und um Vergebung bitten? Por todo lo que has abusado en el pasado. Wie du ihn maltratiert und ungehalten und nicht beachtet hast. Y tu cuerpo tiene una conciencia increíble. Und dein Körper hat ein unglaubliches Wissen und Bewusstsein. Y una capacidad de volver a comenzar contigo. Und fängt immer wieder von vorne an mit dir. Sin rencor. Okay. So, can you engage with your body right now? Kannst du dich mit deinem Körper verbinden? Puedes comprometerte con tu cuerpo ahora mismo? Kannst du dich mit deinem Körper verbinden? Verschmelzen. Und diese Energie der Güte empfangen, die du bis jetzt noch nicht empfunden hast, weder mit dir noch mit jemandem anderen. Y todo lo que te lo impida. Und alles, was dich davon abhält. Y todas las historias que te estás inventando para no ser y comprometerte con tu cuerpo. Und alles, was dich davon abhält und dich immer wieder in die Lügen hineindringt, um das nicht zu sein und zu haben. Por favor, las destruyes y las descreas. Möchtest du das alles zerstören und kreieren? Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. Thank you. Danke. Can you include all these energies? Bist du bereit, alle diese Energien jetzt zu empfangen? Y sé que no es cómodo. Und ich weiß, es ist manchmal nicht sehr bequem. Sé que es desnudarte. Es bedeutet auch, wirklich wahrhaftig vulnerable und nackig zu sein. Sé que es quitar muchas capas. Als würden sich ganz viele Schichten erlösen. Muchas etiquetas. ¿Cómo? Muchas etiquetas. Achso, und die ganzen Etiketten. Muchos trajes. Und Anzüge und Vorstellungen. Muchas mentiras. Unendlich viele Lügen. Mucho que has tragado. Alles, was du dir geschluckt hast. Mucho que hay acumulado en tu cuerpo. Alles das, was sich in deinem Körper angesammelt hat. Y qué tal si soltar todo esto puede ser muy fácil. Und was wäre, wenn sich das jetzt in diesem Moment erlösen können, mit völliger Leichtigkeit? Y todo donde no te apetece escuchar nada de esto. Und alles, was dir nicht wahrhaftig erscheint mit dem, was ich gerade sage. Todo donde no te apetece hablar con tu cuerpo de esto. Und alles, was dich nicht dazu veranlasst, mit deinem Körper zu sprechen. Todo donde se está removiendo todo tu universo por dentro. Und alles, was sich im Inneren, im Innersten von dir jetzt gerade bewegt. Y prefieres seguir igual en la mierda. Und alles, was dich dazu veranlasst, weiter in der Scheiße rumzuschaufeln. Que soltar algo de esto. Möchtest du das zerstören und umkreieren und erlösen? Y todo donde te gusta abusarte. Weil in Wahrhaftigkeit gefällt es dir nicht, dich selbst zu missbrauchen. Te gusta que abusen de ti. Du hättest viel lieber, dass sie dich missbrauchen. Por favor, puedes empezar a reconocer esto? Kannst du dir bitte erlauben, das jetzt anzuerkennen? Y si es tu momento disipar y liberar lo que sea, ahora el momento de dejar ir.
Und es ist jetzt der Moment, dass du das alles für dich erlösen, abfallen lassen kannst. Y es tu elección. Es ist deine Wahl. Solo tú puedes elegir esto. Nur du kannst das alleine für dich wählen. Ahora yo voy a hacer esta energía amable. Und diese Energie der Güte, Para invitarte a que tú también lo seas. Lade sie jetzt ein, damit du sie vollständig bist und sein kannst. Y si la eliges, und wenn du sie jetzt wählst, el espacio de paz que puede crear para ti y para todo el mundo a tu alrededor. Schau, wie viel Frieden und Stille und Ruhe eintritt und alle, die um dich herum sind. Es más allá de las palabras. Und das geht weitaus über alle Worte hinweg. Wow. Gracias por este espacio que estás creando conmigo. Danke für diesen Raum, den du mit mir kreiert hast. No parecía que se fuera a crear al principio de la llamada. Ich habe nicht gedacht, dass hier überhaupt was entstehen würde. Así es que puedes incluir estas energías que están apareciendo. Und schau, welche Energien jetzt für dich auftauchen und die du mit in deinen Lebensbereich und in deinen Körper einbeziehen kannst. En todas tus partículas cuánticas. ¿Me has escuchado? Sí, te he traducido ya. Se ha cortado. En todos tus átomos. In all deinen Atomen. En tus moléculas. In all deinen Molekülen. En todas las células. In all deinen Zellen. En los espacios que hay entre unas y otras. Und in all den Zwischenräumen zwischen den Zellen. En todos los tejidos que conforman tu cuerpo. Und in allen Substanzen, aus denen dein Körper besteht. En tu útero. In deiner Gebärmutter. En tus ovarios. In deinen Eierstöcken. En tu vejiga. In deiner Blase. En tus riñones. In deinen Nieren. En todos tus órganos. In allen restlichen Organen, en tu corazón, in deinem Herz, en todos los sentidos de tu cuerpo, in all deinen Gedärmen, en tus und in all deinen Tejidos. Oh Gott. Grossi. En todo lo que digo y lo que no digo. In all dem, was ich sage und was ich nicht sage. En esos lugares escondidos donde no te apetece incluir esta energía. Und in all den Orten, wo du jetzt in diesem Moment nicht, vielleicht nicht bereit bist, hinzuschauen und hinzuspüren. En todos los flujos de tu cuerpo. In all deinen Körperflüssigkeiten. Incluye esta energía de amabilidad. Bring diese Energie der Güte. En tus finanzas. Auch in deine Finanzen. En tu cuenta bancaria, cuando la mires. In deine Konten. En tus relaciones. In deine Beziehungen und Partnerschaften. En tu familia. In deine Familie. En tus negocios. In deine ganzen Geschäfte. En los espacios donde estás. In alle Räume, die du gerade, in denen du dich gerade befindest. In tu vida. In dein Leben. In toda la estructura de tu cuerpo. In allen Körperstrukturen. Y todo donde hayas puesto que la estructura de tu cuerpo tiene que ser
rígida. Und überall dort, wo dein Körper sich fest oder steif anfühlt, möchtest du das jetzt zerstören und umkreieren? Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and peons. ¿Qué tal si puedes crear desde la amabilidad? Und was wäre, wenn du jetzt die Güte wärst und dieser Raum der Güte? ¿Y qué tal si mit ser völliger amable? Leichtigkeit. ¿Qué tal si ser amable puede ser und was desagradable? Dile otra vez. No te escuché bien. ¿Qué tal si ser amable puede ser ser desagradable? Okay, und was braucht es, wenn du gütig wärst, um ungnädig zu sein, ungütig zu sein? Sí, dime, Joel. ¿Tienes una pregunta? No. No, ah, okay. Gracias. ¿Qué tal si puede ser la amabilidad siendo desagradable? Und was wäre, wenn die Güte Ungüte wäre? Y todo lo que te impida ser amabilidad con todas las energías. Und alles, was dich nicht gütig und liebevoll sein lässt. Alle diese Energien. Möchtest du die zerstören und umkreieren? Acertado, equivocado, bueno, malo, positivo, todos los nueve cortos, chicos y más allá. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. ¿Tenéis alguna pregunta? Venga, estamos multiculti aquí esta noche. You can ask in English, in Spanish and in German. Whatever is possible. Qué diversidad de amabilidad, ¿no? Todos los lugares donde cuando eres amable te tienes que llevar todas las espaldas, ¿vale? Überall dort, wo wenn du gütig bist, musst alle auf dem Rücken tragen. Y todo lo que hayas mal identificado y mal interpretado de que ser amable es poner el mundo a tus espaldas. Und überall dort, wo du es falsch verwendet hast, dass du dann die ganze Welt auf deinen Schultern tragen musst. Donde eso no es nada, ser nada amable contigo. Und keiner wird freundlich und gütig mit dir sein. Te voy a hacer una pregunta, de verdad. El planeta está contento si tú le cargas a sus espaldas. Darf ich dich etwas fragen? Wäre der Planet glücklich darüber, wenn du ihn auf den Schultern tragen würdest? Si tú te mueres, si tu cuerpo lo matas, el planeta está contento. Wenn du sterben würdest oder wenn du dich umbringen würdest, wäre dann der Planet glücklich darüber? Así es que todo lo que te hayas comprado de tener que llevar. Und alles, was du eingekauft hast, das du tragen musst, el mundo a tus espaldas, die ganze Welt auf deinen Schultern, que te está haciendo abusar de ti, das dich, dich selbst missbrauchen lässt, por favor, todo eso, todos los votos, pactos, juramentos, contratos, lealtades, comunidades, comuniones que tengas de cargar, al mundo a tus espaldas por toda la eternidad. Okay. Alle Schwüre, Gelübde, Eide, Gelöbnisse, Versprechen, Verträge, Loyalitäten, die dich dazu gebracht haben, das zu glauben. Todo eso, por favor, lo rescindes, revocas, destruyes, descreas. Te despides ya de ese trabajo. Möchtest du das aberkennen, widerrufen, entsagen, null und nichtig machen, zerstören und unkreieren?
¿Y qué puedes hacer con esta energía si ya no tienes que cargar el mundo a tus espaldas? Und wenn du jetzt nichts mehr auf deinen Schultern tragen müsstest, wie wäre das dann für dich? ¿Qué contribución puede ser para ti y para todos? Welcher Beitrag könnte das für dich sein, könntest du sein und für alle anderen, die auf diesem Planeten sind? Cuanto más gozo puedes incluir en tu cuerpo. Und wie viel mehr Freude und Genuss könntest du dann noch in dein Leben einladen? Cuanta más energía generativa y creativa puedes incluir en tu vida. Wie viel mehr generative, kreative Energie kannst du dann mit deinem Körper sein? ¿Qué puedes crear con esa energía? Was kannst du dann kreieren mit deinem Körper und dieser Energie? ¿Qué puedes ser que no sabías que eras capaz de ser? Und was kann noch alles sein oder was kannst du noch alles sein, wovon du noch nichts bisher gewusst hast? ¿Con cuántas más personas puedes comunicarte? Mit wie viel mehr Personen kannst du dann sprechen und kommunizieren? Si no tienes que cargar con ellas. Wenn du sie nicht mehr auf deinem Rücken tragen musst oder auf deinen Schultern. ¿Y cuántas más personas van a desear comunicarse contigo? Si no eres una carga. Und wie viel mehr Menschen möchten dann mit dir kommunizieren, wenn du sie nicht durchs Leben schleppen musst? Cuanto más dinero puede generar esto para ti. Und wie viel mehr Geld kann das für dich generieren? ¿Qué tal si crear es mucho más fácil de lo que te puedas imaginar? Und was wäre, wenn Kreieren darüber hinaus viel einfacher wäre, als du dir jemals hast vorstellen können? Und alles, was die anderen können und du nicht. Todo donde los demás saben y tú no. Und überall dort, wo die anderen mehr wissen als du. ¿Es eso ser amable contigo? Ist das wirklich gütig mit dir selbst sein? Todo donde te estás deteniendo con todo esto. Und überall dort, wo du dich darin zurückhältst. Donde te encanta empezar y detenerte. Und dort, wo du nicht erreichbar bist, um dich zu haben. En vez de continuar y nunca parar. Und anstelle, dass du dich dort weiterhin aufhältst. Todo lo que te impida ser esta energía amable de continuar y nunca parar. Und alles, was dich davon abhält, diese Energie der Güte zu sein, um niemals wieder dich darin aufzuhalten oder überhaupt aufzuhalten. Y ser y elegir lo más loco, generativo y creativo que sabes que eres capaz. Und um etwas zu generieren, was das Verrückteste wäre, was du schon immer haben oder machen wolltest. Aunque nadie lo entienda. Und was wäre, wenn auch niemand das verstehen würde? Tú sí sabes que eso es para ti. Du sabes. Du weißt. Es Spanisch, das ist es nur. Germans kann wieder. Du weißt, das ist nur für dich. Oh wow. This is for German. Maybe one listens to this. Das ist nur für deutsche Leute. Vielleicht hört das ja auch nur eine einzige Person. What else is possible? Was ist hier noch alles möglich? Por lo menos los españoles tienen un buen rato, ¿no? Sí o no? So, ¿qué tal si desde la amabilidad? Was wäre von diesem Punkt der Güte? Crear es mucho más fácil. Das zu kreieren, was mit völliger Leichtigkeit. Entonces, todo donde te has creído que hay que, ya no me sale, ser con mucho trabajo y esfuerzo todo.
Und überall dort, wo du geglaubt hast, dass alles nur mit Muße, mit Schwere und ja, Bitterkeit in Wahrhaftigkeit geschehen kann. Das empiezas a incluir a tu cuerpo. ¿Qué tal si comienzas a incluir a tu cuerpo? ¿En la pesadez? No. No. ¿Qué tal si comienzas a incluir a tu cuerpo con amabilidad? Ah, sí. Und, kleine confusión hier. Todo Und lo que te impida escuchar esto. Si lo creas. Und alles, was uns davon abhält, das wirklich zu hören, was hier gemeint ist, ja, die Güte mit einzubeziehen, zerstören und umkreieren wir hier. Todo lo que te impida matar al traductor. Además. die den Übersetzer hier umbringen wollen. Aceptar equivocado. Percibir el espacio de creación que tenéis ahora con vuestro cuerpo. Nehmt einfach jetzt den Raum wahr, den ihr mit eurem Körper habt. ¿Qué tal si te comprometes? Und wie wäre das, wenn du dich jetzt damit dir versprechen würdest und dich mit einbeziehen würdest, hacer esta energía con tu cuerpo. Diese Energie der Güte mit deinem Körper zu sein. Y contigo, y aunque te juzgues, que sea con amabilidad, por favor. Und auch wenn du dich irgendwann bewerten solltest, mach es mit dieser Güte. ¿Qué tal si puede ser este espacio de amabilidad contigo? Sei dieser Raum der Güte und der Großzügigkeit mit dir selber. Solo contigo. Nur mit dir. No tienes que serlo con nadie más, solo contigo. Du brauchst es mit niemandem anderen mehr zu sein, nur mit dir selbst. Cuando lo seas contigo, todo el mundo va incluido ahí. Wenn du es mit dir bist und sein kannst, dann bezieht sich den Rest der Menschheit mit ein. Y el que no lo entienda, se va a ir de tu vida. Und alle, die das nicht verstehen, sollen gehen, dürfen gehen und verschwinden. Va a estar incómodo contigo cuando eres tu espacio de amabilidad. Und das kann manchmal auch unbequem sein für dich, wenn du diesen Raum hast, dieser Güte und dieser Großzügigkeit mit dir selbst. Entonces, ¿cuándo estás abusando de ti para que no se vayan estas personas? Und wie viel verletzt du dich selber? Bist du ungnädig mit dir selber, wenn du diese Leute nicht gehen lässt? ¿Cuándo te gusta tener este tipo de personas? Oder gefällt es dir vielleicht, diese Art von Menschen um dich herum zu haben? ¿Sabes que si las dejas ir, pueden venir otro tipo de personas? Wenn du sie gehen lässt, wie wäre das, wenn andere Leute auftauchen könnten und würden? Cuando te gusta aferrarte al pasado. Brauchst du die Vergangenheit noch? Todo lo que esto te traiga, lo destruimos y lo creamos por un destellado. Und alles, was das hochbringt, möchtest du das jetzt zerstören und unkreieren? Right and wrong, good and bad, post and put online, solo boys and beyond. Potbook, all nine shorts, boys and beyonds. How do you say that in German? No, Gary no. Always says that you can only say it in English. That is when the energy is there. Okay. You really don't translate it. In Spanish, we got... You got the translation. Yeah. In German... It's impossible. I mean, you can't say shorts in German because there's only English shorts, if you like. It's crazy, but it's fun. Es muy loco todo, pero hace mucha gracia. Bueno, pues muchas gracias por la traducción, Claudia. Vielen Dank, Claudia, für deine Übersetzung. Aha. Gracias a ti, Elena, y todos los que están aquí escuchando. Gracias a todos. ¿Tenéis alguna pregunta? K.
Come on, Joe. Sí, hola. La verdad yo no sé si tocaron el tema, pero en estas partes donde haces, bueno, estás con amabilidad, pero llega un momento en el que al no ser reconocido, te bajoneas, no sé cómo explicarlo. Okay. Déjame que traduzco, okay? Es ist, sie weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber es ist unglaublich schwierig, wenn man diese Güte nicht anerkennt, was oder anerkannt wird. Ist es wirklich so, dass man sich dann wieder verschließt und sich dem Leben auch gegenüber verschließt? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué prefieres, ser reconocida o ser feliz? Was bedeutet diese Frage für dich? Was möchtest du wissen? Möchtest du glücklich sein oder möchtest du anerkannt werden? Ser feliz, ¿verdad? Ich möchte glücklich sein, wirklich. Híjole, qué fuerte. Vale, todo donde prefieres ser reconocida y toda la energía que estás poniendo en buscar el reconocimiento en vez de reconocerte a ti. Ok, sorry. It's okay. Alle Energien, die du dafür aufwendest, um immer wieder anerkannt zu werden und ein Bestandteil von etwas zu sein. Y es súper interesante porque cuando estás buscando algo, es que no lo eres. Cuando tú eres. Und in dem Moment, wo du dich nicht darin anerkennst, auch nicht in der Suche nach Anerkennung, no buscas nada fuera de reconocimiento. ¿Vale? Entonces, ¿quién te ha dicho que no eres? Kannst du es immer wieder nur in dir selber erkennen? Und wer war es, der dir gesagt hat oder dich nicht anerkannt hat? ¿O quién te ha dicho que no existes? Und wer hat dir gesagt, dass du nicht existierst? Uf. ¿Qué te viene? Se me vienen mis papás. Tus papás, vale. Meine Eltern tauchen da auf. ¿A qué edad te dijeron que no existías, que no estabas o no te veían? Haben sie dir mitgeteilt, vermittelt, dass sie dich nicht sehen oder hast du gespürt, dass sie dich nicht wahrnehmen oder sehen? Cinco. Und wie alt warst du da? Fünf. Eso? ¿Qué pasó? No sé. Todo lo que hay ahí, todo donde no tienes, todo donde no te apetece saber, donde no te apetece acceder ahí, todo donde prefieres ocultar esto, donde esto no ha pasado. Alles, was das ist, was sich dort noch versteckt, was dir nicht erlaubt, dich darin zu sehen oder die Situation da zu sehen. Donde no te apetece saber, donde no te apetece estar, donde no te apetece existir y todo lo que estás volviendo a traer esto a tu universo y a tu vida una y otra vez, que te está impidiendo. Und überall, überall dort, wo du das immer wieder wiederholst, immer wieder in dein Leben bringst, immer wieder dir präsent machst. Todo eso lo destruyes, lo descreas, por favor. Möchtest du das zerstören und kreieren? ¿A quién estás protegiendo? Wen schützt du hier? A mi niña. ¿Y a quién estás matando por protegerla? Und wen bringst du damit um? A mí. Okay. Ich selbst. ¿Puedes reconocer eso? Kannst du das anerkennen? Acertado, equivocado, bueno, malo, positivo, todos, nueve, cortos, chicos y más allá. Und alles, was das ist, right, wrong, good, bad, but, pock, oh, nine, shorts, boys, and beyonds. Tiene la peste. ¿Requieres protección? ¿Cómo? ¿Requieres protección? Sí. ¿Brauchst du Schutz? Dime que no. No. Sag nein. ¿Qué es más ligero para ti?
Was ist leichter für dich? ¿Requiero mi atención? Es la pregunta. Protección, protección. ¿Requiero protección? No. No, es fine. Ok, puedes reconocer que no requieres protección. Kannst du jetzt anerkennen, dass du keinen Schutz brauchst? Vale. ¿Sí? Sí. ¿Puedes recibir esto? Kannst du das empfangen? Sí. Ja. ¿Puedes recibirlo más? Kannst du es noch mehr empfangen? No requiero protección. Cuando tienes el punto de vista, o tenemos el punto de vista de tener que proteger a alguien, que lo, muchas veces con los hijos es lo primero, o de protegernos a nosotros, nos estamos invalidando. Wenn wir meinen, dass wir jemanden schützen müssen, und das zählt vor allen Dingen bei den Kindern, möchtest du das jetzt zerstören und kreieren? Entonces buscamos a alguien fuera que nos proteja. Und dann drehen wir die ganze Geschichte um und wir suchen dann jemanden, der uns schützt. Y que crea eso. Und was kann das kreieren? Was wird das kreieren? Vacíos, ¿no? Ja, nichts. Leere Räume. Wow, muchas gracias. Gracias, gracias por tu pregunta. A ti. Pues muchas gracias. Vielen Dank. Vamos a hacer tres llamadas sobre este tema. Sobre... Wir werden jetzt drei verschiedene Calls machen mit diesem Thema. Con la energía de Claudia. Mit mir als Übersetzung oder Übersetzer. Y la energía del alemán. Und der Energie der Deutschen oder der Deutschsprachigen. Porque cuánto se requieren las dos energías. Und wie viel braucht es, ja, für diese beiden Energien? Y cuando tenemos esa energía de lucha. Und wenn wir die immer wieder diese Energie des Kampfes, que si la incluimos también desde la amabilidad, aufrufen und sie aber auch einbeziehen in diese Energie der Güte, podemos crear con todo y con todos. Können wir mit allem und für alles kreieren. Yo he estado en París ahora en la clase del abrazo del abuso. Ich war jetzt gerade in Paris in der Klasse des Abuse Holds, des Halten des Missbrauchs. Te dicen que elijas a alguien que te caiga muy mal, ¿no? Und da wird einem dann mitgeteilt, dass man jemanden aussuchen soll aus der großen Gruppe, den man nicht so gut leiden kann. O que te recuerde a alguien que te haya abusado. Oder der einen erinnert an irgendeine Missbrauchsgeschichte. Y yo elegí a una alemana. Ich habe eine Deutsche ausgesucht. También que si alguien te pregunta, ¿puedes ponerte conmigo? No lo interpretes como algo malo. Und wenn Leute dich eben dann fragen, kannst du dich mit mir paaren, dass das auch nichts Schlechtes ist. Ahora, lo bonito es la fusión luego de los dos cuerpos, liberando todo lo que hay de resistencia con esa persona. Es ist eine wunderschöne Erfahrung, weil in diesem Prozess, wenn sich die zwei Körper berühren und halten und gehalten werden, dass sich diese ganze Energie des Missbrauchs einfach erlöst. ¿Y cuánto requerimos esto en nuestra vida? Und wie sehr suchen wir das in unserem Leben? Y con nuestro cuerpo. Und für unsere Körper oder für meinen Körper. ¿Cuánto esta hora que hemos estado ha cambiado para todos? Und wie viel sind wir immer da gewesen für die anderen? Así es que vamos a hacer tres llamadas, una por semana. Wir werden jetzt also drei Zoom-Calls machen, einen pro Woche. Las tres llamadas tienen un valor de 130 euros. Und alle drei sind 130 Euro. Podéis uniros solo a una que tiene un valor de 50 euros.
Und für einen hat er den Wert von 50 Euro. Yo os invito a uniros a todas. Und ich lade euch alle ganz herzlich ein. Y las vamos a hacer el día 2, el 9 y el 16 de abril. Wir fangen an am 2., am 9. und am 17. April. A las 9 p.m. hora centroeuropea. Abends um 9 Uhr, mitteleuropäischer Zeit. Las podéis escuchar luego si no podéis estar en vivo. Und ihr könnt sie dann auch nachher anhören, wenn ihr gerade nicht damit bei sein könnt. Y me pregunto qué puede crear en tu vida y en tu universo. Und du kannst wirklich nur immer wieder fragen, was würde das in meinem Universum und in meiner, ja, in meinem Leben kreieren? Adentrarte en esta energía de ti. In diesen Raum mit mir selbst einzutauchen. Y este fin de semana también hay una clase de hablando y comunicándote con las entidades. Und dieses Wochenende gibt es noch eine Klasse, Samstag und dann Sonntag, mit den Entitäten sprechen. Hay una introducción el viernes que la podéis tomar en línea. Und es gibt am Freitagabend einen Call, den ihr dann eben auch, an dem ihr auch teilnehmen könnt. Y hay una clase especializada que adoro y me encanta. Und es ist eine Klasse, die für mich ganz wundervoll, ganz wunderbar ist. Que también se puede tomar en línea, que es limpieza de espacios, limpieza de casas. Und es gibt dann, die darüber spricht, wie man eine Hausreinigung macht. Que va a ser el sábado a las 6 de la tarde. Und die ist am Samstag um 6 Uhr abends. Y que va a haber traducción por Claudia. Und dann bin ich's wieder, ich, die übersetzt. Así es que... Si os apetece tomar cualquiera de estas clases también o veniros a Madrid. Also, wenn ihr wirklich Lust habt, zu dieser Klasse zu kommen, kommt nach Madrid. Y podéis seguirnos en la página web de Espacio Alaya. Und sonst könnt ihr uns einfach verfolgen auf dem Raum von Alaya, auf der Internetseite. En la página de Facebook de Elena Fernández Romero de Ávila, que es el nombre más largo del mundo. Ja, und auf der Facebook-Seite von Elena Fernández de Ávila. Claudia Cano, die wir sehen. Porque tengo mi cerebro en alemán, puesto en alemán. Entonces, es de... bueno, pocken pot that. Y si queréis volver a ver el video, y si os ha gustado, le podéis dar al canal de YouTube también de Elena Fernández Romero de Ávila y ahí lo podéis escuchar. Ok, und falls es euch Freude machen sollte, könnt ihr dieses Video auch nochmal anschauen auf dem YouTube-Kanal von Elena Fernández Romero de Ávila. Cool, ¡Qué bueno! Si logras decir mi nombre sin pausa, voy a ver que hago un regalo. Oh, yes, please. Claudia, you got a present. Así que okay. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este ratito con nosotras. Y nos vemos en algún lugar del mundo, en otra clase, en otra llamada. Okay, und wir hoffen, euch bald wiederzusehen in einer Klasse oder in einem anderen Zoom-Call. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ciao.